Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Thank you.
Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Sperren wir aus.
hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Ihm gut. Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Noch eine Skulptur, aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Thank you.
Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind Sie jetzt? Sie... Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Käfige, als wären sie Tiere. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon.
Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen. Also, suchen wir diese Verzeichnisse und gehen zu den... Wir haben Feindkontakt! Die Position! Da! Wir haben Gesellschaft! Wir sind einer weniger! Ich muss da irgendwie vorbei. Vielleicht brennt es. Ich muss die Barrikade abbrennen, wenn ich vorbei will. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Noch ein sowjetisches Schild.
Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Thank you.
Licht geht noch. Naja, größtenteils. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Für einen Einstieg. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen.
Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Sie gefunden haben. Es muss drin sein. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Jemand hat Werkzeuge versteckt und provisorisch... Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger... Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Waffen.
Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ich muss einen Weg. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Einfinden. Einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. 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 Thank you.
Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen.
Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Einen anderen Wagen frei bekommen. Nicht gut. Zu viel Wasser. Nicht gut. Zu viel Wasser. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen.
Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Offenbar haben sie das Ding herausgezerrt. Philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen.
Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Thank you.
denke jeden Tag an... Zurück. Was haben Sie erfahren? Oh, hallo. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gute Reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Thank you.
die Sender zerstört? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen.
Ah!
sind zurück. Gut, dann können sie uns helfen. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie, ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Hast du noch mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Thank you.
mir klar. Psst, hey, hier drüben. Ist okay, ich werde sie herausholen. Deckung bleiben und weiter. Wir verdanken Ihnen. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Thank you.
Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir kennen dieses Land, aber wir sind jedes Jahr weniger. Ein Glück, dass Sie zu uns halten. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern.